Roadster Reborn, Rennsport. So, wir werden jetzt unser erstes Rennen als Raser absolvieren, nachdem wir im letzten Part ja die Seite der Cops mal ausprobiert hatten. Und ihr sollt mir natürlich immer noch in die Kommentare schreiben, auf welche Seite ihr mich gerne sehen würdet. So, mal sehen, wie das hier mit den Rasern ist. Wagen mit größerer Bodenfreiheit sind Offroad besser als... War schon weg. Okay. Wir wollen hier auf jeden Fall Erster werden bei diesem Roadster Reborn. 13,6 Kilometer um 15 Uhr. Wir haben noch keine persönliche Bestleistung an der Speedwall. Und ja, diese Sequenzen werde ich mir einfach immer angucken, weil ich finde, sie gehören dazu, wie ich auch schon sagte. Und ja, sieht auf jeden Fall nach einer sehr geilen Strecke aus für so einen Roadster. Wir haben den Porsche Spider, hieß der, glaube ich, ja, in einem schönen Gelb gewählt. Da sehen wir ihn. Und ich sehe einige BMW, die sich hier uns noch entgegenstellen. So, von Chili Bang läuft der jetzt Opposite of Adults und wir sind Sechster an der Grand Ocean Road. Und ja, die Musik hört sich schon mal richtig geil an und wir werden hier jetzt richtig durchziehen. Noch kein Kopfgeld, aber das holen wir uns schon. Von hinten räumen wir das Feld auf. So, oh ja, der Boxster Spider. Porsche Boxster Spider ist auf jeden Fall schon mal richtig geil. Man kann hier übrigens auch die Kamera drehen. Man kann alles möglich machen. Man kann die Kamera hier auch so nach rechts und links drehen. Auch neu im Gegensatz zu den Vorgängern. Man kann das Licht ausschalten. Hier seht ihr es ganz klar. Also vielleicht kann ich es hier nochmal wow zeigen. Zack. Da kann man es ausschalten. Naja, ich sollte mich vielleicht erstmal aufs Rennen konzentrieren. Ihr kennt wahrscheinlich ja die ganzen Gimmicks schon. Ich bin hier noch gerade so ein bisschen am Experimentieren. Aber der erste Eindruck von diesem Spiel ist auf jeden Fall, dass es noch ein richtig geiler Titel ist aus der NFS-Reihe, der sich bis jetzt meinen Augen entzogen hat, aber jetzt habe ich ihn ja. So, wir arbeiten uns hier auch langsam vor. Auf Platz 3 sollten wir jetzt schon sein. So sieht's aus. Und hinter uns greift schon der BMW an. Wir fahren jetzt mal schön auf der Gegenverkehrsseite, damit wir ein bisschen Nitro-Boost kriegen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ja, wir liegen 1,82 Sekunden hinter dem zweiten. Aber so einfach ist das hier nicht. Also für ein erstes Rennen finde ich das schon recht anspruchsvoll. So, der BMW geht wieder an uns vorbei. Wir gehen mal schön im Windschatten. Versuchen da irgendwie raus zu beschleunigen, wie ein alter Fuchs, der wir ja sind. Kollege, Treppchen ist nichts für dich. So. Ja, der Vorsprung hat sich ein bisschen verkleinert. So, wo müssen wir lang? Da müssen wir lang. So, schön mit Handbremse hier um die Kurve. Das sieht doch schon mal recht gut aus. Und wir sind auf den zweiten Platz vorgefahren. Und jetzt ist nur noch dieser BMW da vor uns. Sollte, glaube ich, ein BMW sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Und da schieben wir uns gleich mal in den Windschatten. So, etwas härtere Kurve wieder. So, auf ersten Platz, plus 100 Punkte. Very nice. So, da sehe ich eine Abkürzung. Wow. Das war nicht so gut, aber dafür sind wir in diese Abkürzung eingebogen, die uns gleich mal ein bisschen was an Zeit einbringen sollte. Und ja, da oben sehen wir auch den Rückspiegel. Ich gucke mir gerade das HUD ein bisschen an. Scheiße! Ach du Kacke. Das habe ich natürlich voll verkackt. Gleich im ersten Rennen schon mal so nice abgelost. Das muss man auch erstmal schaffen, Leute. Na geil. Ja, da oben steht immer noch, wir sind Erster, aber das entspricht nicht mehr so ganz der Aktualität. Scheiße. So, der nächste Track läuft an, aber bis jetzt läuft das überhaupt nicht für mich. So, hier werden jetzt automatisch die Scheinwerfer eingestellt. Was? Was ist denn das hier für eine Streckenführung, Kollegen? Boah, wäre ich bloß da oben auf der Strecke geblieben. Aber nein, ich musste ja unbedingt diese Abkürzung hier entdecken und finde mich jetzt ganz am Ende der Strecke wieder. Ja. Tja, vielleicht muss man dieses erste Rennen nochmal verlieren. Aber war das mit dem Cop-Event irgendwie einfacher? Naja, 2,3 Kilometer sind es noch. Wir werden wohl nicht mehr viel aufholen können. Und bitte vergebt es mir, Leute. Ich muss mich hier noch ein bisschen einfinden in diesem Spiel. Wie gesagt, so, die Abkürzung nehmen wir aber auch mal mit. Vielleicht wird es ja noch was mit dem dritten Platz. Ich will es mal hoffen. Boah, das könnte sogar noch sein. Ach du Scheiße, da sind sie ja alle. Ach, da ist schon der Erste. Vielleicht können wir das dann ja doch noch irgendwie hinkriegen. Ah, wird natürlich schwer. Ich werde natürlich alles geben, dass wir hier irgendwie noch... Jawoll! Jawoll! Ihr Ficker! Ihr Mistkerle. Hehehe.
Boah, neue persönliche Bestleistung. Gold erhalten, sogar unter 4 Minuten noch geblieben. Und da habe ich es doch am Ende nochmal richtig spannend gemacht. Und auf Platz 1 der Speedwall sind wir. Ja, da freue ich mich doch. Haben wir doch noch hinbekommen. Das sah ja mal Mittelteil richtig schlecht aus von mir. Aber wir haben es geschafft und noch dieses erste Raserrennen mit Bravour abgeschlossen. Nice. Oh, 9 Wagen erhalten. Ein Mazda RX-8, den wir auch bei unserer ersten Kopfverfolgungsjagd ausgeschaltet haben. Die Sportserie, da haben wir ihn. 2009, $30.000, eine rotierende Revolution. Ja, da sind wir auch schon wieder. Und wir haben jetzt als neuen Ort noch das Eagle Crest dazu gewonnen. Wir haben ja noch zwei Events vom, ja, an der Mission Beach und am Coral Bay von dem Sechrest County Police Department. Ja, ich würde mal sagen, jetzt ist mal wieder ein Cop-Event dran und dafür nehmen wir mal den Mission Beach. Escape to the Beach. Es gibt Meldungen über rücksichtslose Fahrer in der Gegend von Mission Beach. Finde die drei Racer und stoppe sie. Das hört sich doch schon mal nach einer Aufgabe an. Und ich würde mal sagen, das machen wir doch auch gleich mal. Ich werde jetzt im Moment mal von beiden Seiten die Events machen, da ich ja mich immer noch nicht ganz entschieden habe, welche Seite ich oder welchen Weg ich einschlagen werde. Vielleicht werde ich auch so ein Mittelding finden. Wenn ihr das wollt, so ein Mittelding, dann schreibt es auch mal in die Kommentare. Wir werden mal sehen, wie sich das hier entwickelt. Und ich würde mal sagen, wir nehmen einfach mal den neu freigeschalteten Wagen, den Subaru Impreza WRX STI. Packendes Vollgaserlebnis. Das wollen wir doch gleich mal testen. Ende der 1980er Jahre koordiniert die Abteilung Subaru Technica International die Entwicklung der Rallye-Autos von Subaru. Heute ist sie ebenfalls für die Entwicklung leistungsstarker Straßenversionen des Impreza WRX zuständig, die Power mit Präzision und Performance mit Praxistauglichkeit verbinden. Als Triebwerk dient ein 2,5 Liter 16-Ventil-Boxermotor mit Turbolader und Ladeluftkühler, der bei 6000 Umdrehungen pro Minute über 300 PS leistet. Nicht schlecht. Charakteristisch ist die perfekte Balance und das in allen Fahrsituationen messerscharfe Hände. Was bitte? Messerscharfe Handling. Ach so, weil ich von... Seit Ende der 1980er Boah, ja. Jahre koordiniert die Ihr könnt es nochmal Abteilung lesen, das werde Subaru ich mir jetzt Technica nicht nochmal International die Entwicklung durchlesen. der Rallye-Autos von Subaru. Ja, irgendwie wurde es da Heute ist sie abgebrochen. ebenfalls für die Entwicklung Ja, leistungsstarker komm. Straßenversionen Hier könnt ihr es mal des durchlesen, wer es Impreza lesen will. WRX. Jetzt hältst du die Klappe, Frau. Wenn du eben abgebrochen hast und es mir nicht sagen wolltest, dann ist mir das jetzt egal. Fordere Straßensperren an Racern Schaden zuzufügen und sie auszubremsen. Können wir das überhaupt schon? Ich weiß es gar nicht. Escape to the Beach, Hot Pursuit, Verkehrspolizei, vereitel das Rennen, um das meiste Kopfgeld zu erhalten. Aha. Auszeichnung 3, 2, Anerkennung, Belobigung, Auszeichnung. Verfügbare Waffen, ja nichts, da sehe ich es doch schon. Gut, dann starten wir gleich mal in dieses neuerliche Event. Mit dem Subaru Impreza WRX STI. Speed Enforcement. So ja nun nicht, Freunde. So, wir haben auch die Möglichkeit, die Sirene ein- und auszuschalten, soweit ich weiß. Ich sehe das schon. Der Mission Beach ist verseucht von Racern. So, ich würde mal sagen, wir hängen uns erstmal an den ersten ran. Das hört sich am sinnvollsten an. So, Anerkennung bei 1 verhalten. Okay, da oben läuft die Zeit ab, wie viel wir Zeit haben, die oder wie viel Kilometer wir noch zu fahren sind, bevor die uns entkommen oder bevor das Rennen zu Ende ist oder wie auch immer. Scheiße, da hätte ich vielleicht mal ein bisschen besser in die Kurve gehen sollen. Na komm, Kollege, geh vorbei. Genau du. Ach du Scheiße, wie gecrashed. Ich bitte euch. Danke. Ich dachte, jetzt wäre schon das Event schon zu Ende. Boah, die da vorne ziehen aber echt weg, ne? Die haben ja auch viel geilere Wagen als wir, was man einfach mal sagen muss. So, Kollege. Ah, muss man denen gar nicht so viel Schaden zufügen. Ich habe es gesehen. Dieses Fahrzeug da wäre angenockt zumindest. Jetzt holen wir uns den vollständig. So, Kollege. Jetzt ist Schluss mit lustig. Bams. Sehr geil, diese kurzen Cutscenes. Oh, der Typ hat einen Crash gebaut. Ja. Betrachtet das wirklich mal als Warnung, ihr Drecksärsche. So, der da vorne ist noch unberührt. Sehe ich. Das wird nicht so bleiben.
Bam! Easy cheesy. Bleib mal im Gebüsch, Kollege. Und dich mache ich auch fertig. Abflug. Alter. Einmal ins Meer, bitte. Neue persönliche Bestleistung. Du steigst auf dem ersten Platz der Speedwall ein. Ja, nichts anderes wollte ich hören, Freunde. Nichts anderes. Escape to the Beach. Eine neue Belohnung. Und wir nähern uns langsam dem zweiten Rang und sind bald nicht mehr Kadett. Ja, schön. Anwendung von Gewalt, diesmal ein bisschen mehr. Das gefällt mir doch. Neues Fahrzeug beschafft. Mazda RX-8 von der Verkehrspolizei. Den haben wir auch schon bei den Rasern freigeschaltet. Ja, die Daten muss ich jetzt ja nicht nochmal vorlesen. Die hatten wir ja schon mal. Noch ein neues Fahrzeug. Cool, kriegen wir endlich eine größere Auswahl. Police Interceptor Concept. Eine neue Waffe im Kampf um die öffentliche Sicherheit. 40.000 US-Dollar. So, kriegt das jetzt mal hin mit diesen Servern. Irgendwie nervt mich das da immer. Na bitte. Es geht doch. So. Coral Bay, Eagle Crest, Boulder Descent, Mission Beach. Ja, würde ich mal sagen, gehen wir doch mal an den Coral Bay. Machen wir jetzt ein bisschen Küsten-Action. Setze dich an Steuer des Lamborghini Reventon Interceptor. Fahre mit ihm so schnell wie möglich zum Ende der Mystic Lake Road. Keine Schaden, bla bla bla. Irgendwas eben, ne? Wisst ihr schon. So, das sollte doch machbar sein. Dann lies mal vor, Tante. Der Reventon wurde 20 Mal verkauft. Oh. Ein 21. Exemplar ist im Lamborghini-Museum ausgestellt. Geil. Mit seinem Preis von 1.350.000 Dollar und der Optik eines Stealth-Fighters wirft er problemlos alle Konventionen im Automobilbau über den Haufen. Das glaube ich. Damit der Reventon mindestens genauso schnell ist wie der LP640, LP. Wurde sein Motor auf noch höhere Leistung getrimmt. Allradantrieb sowie 2,45er und 3,35er Pirelli Niederquerschnittreifen verhelfen diesem Straßenkampfjet zu großer Agilität. Boah, ist ein Brecher. Auf den gestalteten kantigen Flächen sind die Linien des Murcielago erkennbar. Die Front wird jedoch von zwei großen Lufteinlässen dominiert, die zur Kühlung der Bremsen dienen. Die Form der kantigen Nase findet sich in der transparenten Motorabdeckung und dem Heckspoiler wieder. Ja, richtig geiles Ding, würde ich mal sagen. Den möchte ich gerne mal fahren. So, wir dürfen keinen Schaden verursachen. Reagiere schnellstmöglich auf den Notruf der Zentrale. Nutze Nitro, um besser zu beschleunigen und schneller die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. 18 Uhr, das Wetter ist sonnig und wir müssen 1,20 schaffen, um eine Auszeichnung zu bekommen. 1,27 für eine Belobigung, 1,47 für Anerkennung. Na dann mal los. Auf geht's. Schnelleinsatz. Speedwall, Reventon Reveal. Zentrale an alle Einheiten. Officer benötigen Unterstützung auf der Mystic Lake Road. Alter, um den freizuschalten, brauchen wir aber noch ein bisschen Kopfgeld, sehe ich da oben gerade. So. Dann mal los. Du wirst nach deiner Reaktionszeit bewertet. Sei vorsichtig. Oh, scheiße. Da habe ich schon gleich mal 2 Sekunden Strafe geholt. Oh, geht der ab, Leute. Ach du Scheiße. Der ist ja richtig geil. Alter. Hat natürlich Scheiße, fahre ich hier im Müll zusammen. Nicht die allerbeste Handling. Ja, wisst ihr schon, ich nehme jetzt mal nicht die Abkürzung, sondern nehme mir den etwas weiteren Weg. Alter. Muss ich hier ein bisschen mit Nitro korrigieren. Ich komme noch nicht ganz auf dessen Fahrverhalten klar. Das ist echt so eine Bombe, was das angilt. Angilt. Neue Abkürzung gefunden. Na, nice. Plus 200. So, yeah. Das geht doch richtig ab. Boah. Meine Fresse, Leute. Das ist ein richtiger Brecher. Ja, Höchstgeschwindigkeit. Geil. Beschleunigung geil. Aber ich würde dem nicht mit Handling kommen. Weil da ist er nicht so geil. So, da ist schon das Ziel. Ja, nice. Nein, da schaffen wir nicht. Scheiße. Ja, wenigstens das zweite haben wir geschafft. Habe ich ein bisschen zu viel Kollisionszeit gemacht. Neue persönliche Bestleistung. Leider nur eine Belobigung, aber ganz ehrlich, kann man nichts machen.
Kopfgeld kommt noch dazu, zwei neue Belohnungen. Wäre mehr drin gewesen, möchte ich meinen, aber mein Gott, man kann nicht alles haben, nicht wahr? So, der Bericht. Glückwunsch, Officer. Du wurdest befördert. Ja, nice. Ich freue mich. Seacrest County Police Department. Mr. Crazioni, Officer seit 11.08.2012. Vier Verhaftungen schon. Kadett. Ja, ich freue mich. Neues Fahrzeug beschafft? Jawoll. Der Porsche Cayman S, der Highway-Streife. Ah, es gibt also auch verschiedene Einheiten. Markant entschlossen, willensstark. 65.000 US-Dollar, das ist auch schon ein stattlicher Preis.